Herr Kaminer, Sie sprachen vor Jahren mal von Sinsheim als der perfekten deutschen Kleinstadt. Dort sei alles so geordnet. Was fällt Ihnen denn zu Cottbus ein? Dass hier weiter in Richtung Osten man sich entfernt, umso vertrauter wird die Landschaft. Wir haben heute uns mit meinem Freund und Fahrer Evgeni unterhalten über den Zustand der Straßen in Cottbus und haben versucht, sie einzustufen. Ist das jetzt irgendwie besser als in Moskau oder schlechter als in Berlin? Es ist schon, ja, das ist eine wahre Stadt. Eine Stadt, die sich nicht versteckt und die sich nicht zu verstecken braucht. Doch, ich finde, ja, ich habe ja wenig von der Stadt gesehen, heute zum Beispiel. Aber dafür konnte ich mir ein Bild machen von dem Publikum hier. Und man merkt, wie die Leute reagieren, ob sie sich angesprochen fühlen von den Themen, die mich quälen zum Beispiel. Und ja, wir sind Brüder hier, das ist klar. Also verbindet Sie persönlich mehr oder verbinden Sie mehr mit Cottbus als beispielsweise, wie Sie damals sagten, mit Sinsheim, wo eigentlich alles da war, wo Sie es vorher auch erwartet hatten? Ja, es kam aus einer anderen. Ich glaube, dass wir alle ohne Frage zu der gleichen kulturellen Tradition gehören. Nur gingen wir unterschiedliche Wege. Jetzt den Weg im Osten und den Weg im Westen. Und die Östler haben natürlich das Doppelte an Erfahrung, weil sie waren, das sehe ich an meinen Landsleuten, die Russen, die haben diese, ich möchte nicht sagen, dass es irgendwie besonders wertvoll für die Zukunft ist, aber für den konkreten Menschen diese große Enttäuschung, diese doppelte Enttäuschung, die Erkenntnis, auf beiden Seiten der Mauer inzwischen zu leben, das stellt schon was her. Okay, und wie sieht aus Ihrer Sicht die perfekte russische Stadt aus? Eine perfekte russische Stadt? Ist das ein Witz? Eine perfekte russische Stadt ist eine Ölleitung. Also meinen Sie, dass... Aus der Sicht der Machthaber, meine ich. Aber Russland hat sich ja zu einer Firma, zu einer Ölleitung entwickelt oder ist auf dem Weg dorthin. Alles, was weil Transport von Öl nicht notwendig ist, wird dort auch eingehen. Also Sie meinen, dass im Prinzip da die Wichtigkeiten, die im Prinzip ne, das Leben einer Stadt, wie Sie es ja auch mit den Bürgern jetzt beispielsweise hier ansprechen, dass die einfach zu kurz kommen oft? Ich glaube, dass das Russland einfach mit diesem großen gesellschaftlichen Experiment, mit dem Aufbau des Kommunismus, den sie immerhin 70 Jahre lang aufgebaut haben, und dann sehr schnell abgebaut wieder. Mit den ganzen Kriegen und vor allem natürlich mit der korrupten Bürokratie, die bei jedem Aufbau, ganz egal was aufgebaut ist, sofort als erstes entsteht. Mit allen diesen Prozessen hat Russland sein Pulver schon ziemlich verschossen. Nein, meine Erwartungen liegen jetzt an Deutschland. Hier, dieses Land hat doch gute Karten, gerade jetzt in dieser Krise zum Beispiel. Diese Regierung hat die Karten, allen zu beweisen, dass sie nicht nur bloß Handlanger des Kapitals sind, sondern tatsächlich auf ihr eigenes Wort einen Wert legen und etwas unternehmen. Und das ist natürlich der große Hohn der Geschichte, dass gerade diese Regierung mit FDP ausgerechnet jetzt die Spekulationssteuer einführen soll. Das ist genau wie damals, als Sozialdemokrat Schröder die Sozialprogramme abbaute und Hartz IV an den Tag rufte. Das lässt mich denken, dass das Leben doch viel weiser und klüger ist, als man denkt. Aber glauben Sie, dass die aktuelle Regierung das sie schafft, oder? Ich bin ein Pessimist. Aber ich glaube, sie müssen sich irgendwas in diese Richtung einfallen. Und ich hoffe sehr, dass das keine Leerschüsse werden. Okay, Das ist ja. natürlich die Möglichkeit jetzt für die Bürger, sich zu engagieren. Das ist hier gut möglich, anders als in Russland. In Russland, wo irgendwie jeder zweite Geschäftsmann
im Knast sitzt oder irgendwo im Ausland steckt, schicken sie fast jede Woche Videobotschaften an den Präsidenten oder sie gehen Hungerstreik. Und der Präsident merkt sich das und sagt, er wird sich darum kümmern, ja. Okay. Aber anscheinend hat er nicht die Macht, die notwendige Macht dazu. Ich glaube nicht, dass er ein schlechter Mensch ist. Bloß nur ja, dieses System, diese korrupte Bürokratie, die dort so groß gewachsen ist, lässt sich von niemandem mehr regieren. Okay, kommen wir vielleicht direkt nochmal zu Ihrem aktuellen Buch, was ja im vergangenen Jahr erschienen ist, Meine russischen Nachbarn. Sie sprachen ja zwischenzeitlich auch von den Nachbarn als große Herausforderung, die es ist. Wie läuft es eigentlich mit Ihren Nachbarn, nachdem das Buch erschienen ist? Ich habe, was heißt gute? Auch sehr kompliziert ist das. Aber klar, die ganze Welt gerät in eine solche Nachbarschaft. Je mehr Grenzen wegfallen, die ideologischen oder auch geopolitischen Grenzen, schauen Sie Europa, das wird immer mehr zu einem Dorf. Und das sind alles Nachbarn und wir müssen das alles neu lernen. Jetzt Menschen, von denen wir eigentlich nie dachten, dass sie irgendwo gleich um die Ecke hier wohnen, sie werden unsere Nachbarn plötzlich. Und das ist auch ein Problem, das mit dieser Finanzkrise zusammenhängt. Ja, wie können die Griechen uns so etwas antun? Dabei noch vor ein paar Jahren hatten die Griechen überhaupt keine Rolle gespielt für deutsche Ökonomie oder für die Wirtschaft hier. Inzwischen ist das alles so miteinander verbunden, dass das natürlich also ganz neue Anforderungen an den Horizont ruft, was der Umgang mit der Nachbarschaft betrifft. Wie ist es bei Ihnen persönlich denn jetzt momentan? Also, Unsere Nachbarn, unsere deutschen Nachbarn, sie hatten einen großen Arbeitseinsatz geleistet, zusammen, dieser kollektive Arbeitseinsatz, zusammen Sandkasten zu bauen, weil sie viele doch kleine Kinder haben und wir nicht. Und wir haben nicht mitgemacht, weil mich diese kollektiven Arbeitseinsätze ankotzen seit meiner Kindheit. Die waren nicht Pioniere. Ein paar auch, aber wahrscheinlich zu wenig oder in der falschen Truppe, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren sie total begeistert von diesem gemeinsamen Arbeitseinsatz und meine Frau und ich, wir haben uns da zurückgehalten. Sie haben mir buchstäblich so eine Schaufel in die Hand drücken wollten, meine Nachbarn. Ich habe immer so gemacht. Und glaube, daraus ist ein Missverständnis jetzt rausgekommen. Aber tolle Sandkasten, keine Frage. Und was zeichnet Ihrer Meinung nach einen guten Nachbarn aus? Ist es das vielleicht auch, dass man sich so ein bisschen leben und leben lassen oder einfach... Genau das. Vorleben kann man auch. Wenn Sie so appetitlich diesen Sandkasten bauen würden, dass ich dann das sehe und auch Appetit bekomme auf Sandkasten, gehe dann auch Sandkasten bauen. So, es müssen nicht alle immer in Reihe und Glied aufgestellt werden.